Konstantin saß ich zeitlebens als Volkssänger. Die Narhalla zeichnet Andreas Gavalier, den selbsternannten, patentierten Volksrock'n'Roller, der es versteht, volkstümliche Musik mit Studienrock zu verbinden, Stadionrock zu verbinden und für den sein geliebtes München zum Epizentrum des Volksrock'n'Roll wurde, als Volkssänger 2.0 für seine künstlerische Leistung als 49. Ordensträger mit dem Karl-Valentin-Orden aus. Vorne ein bisschen lauter drehen. Ja. Lieber Peter, das war absolut herzzerreißend, das war absolut charmant, so wie du bist, das war professionell und das war freundschaftlich die schönste Laudatio, die ich bekommen haben hätte können, nur irgendwie. Das ist so eine große Wertschätzung, die ich dir gegenüber an den Tag lege. Und ich bedanke mich wirklich aus tiefstem steirischen Herzen für diese lieben und ehrlichen Worte von dir. Danke. München, ja, das ist wirklich das Epizentrum des Volksrock'n'Rolls geworden. Hier haben wir den von der Frauenhaufer Schoppenstube. Im Jahr 2011, wo mich die Plattenfirma damals und unser gemeinsames Team aus Teufelbach in der Steiermark dem deutschen, zumindest dem süddeutschen Raum, vorgestellt hat, meinen ersten Debütauftritt in Deutschland gehabt. Da waren ungefähr 5 oder 6 Pressevertreter, die der Einladung der Plattenfirma gefolgt sind. Und es waren noch einmal so viele Besucher, Fans, die da von Deutschland aus über die Grenzen geblickt haben, nach Österreich. Und da dieses erste Feuer, das da in Österreich schon entstanden ist, mitverfolgt und wollten da dabei sein. In Österreich, da ist die Post ordentlich abgegangen zu diesem Zeitpunkt, und in Deutschland haben sich die ersten Fans dann gedacht, wo ist die Fraunhofer Schoppenstube? Es ist ein unglaublich legendäres und charmantes kleines Beiser, in dem Platz für ungefähr 40 Leute war, und dort hat man eben im Jahr 2011 seinen ersten Deutschlandauftritt genossen. Ja, vielleicht zu viel gesagt. Es war auf jeden Fall der Startschuss für ein München, das mir mittlerweile wirklich ans Herz gewachsen ist. Wir waren im Deutschen Theater in den 10 Rebenheim. Das war der schritte Jahr drauf. Wir haben uns dann so schon langsam über die Olympiahalle auf den Königsplatz gehandelt und sind letztendlich jetzt im kommenden Sommer mit der vierten ausverkauften oder nahezu ausverkauften Show im legendären Olympiastadion zu Gast. Wir sind natürlich schon mit Stolz erfüllt und diese Nähe und diese Liebe zu München einfach immer mehr und mehr bindet. In diversesten TV-Shows ist immer wieder berichtet worden vom Olympiastadion, mit der Andreas Gavalier, der das Olympiastadion füllt. Wir spielen ja auch in vielen anderen großen Locations, und es hat sogar schon größere Konzerte gegeben. Aber es ist immer wieder auch bundesweit in Deutschland vom Olympiastadion in München die Rede gewesen. Und deswegen schlägt auch mein Herz da wirklich für München, und deswegen weiß ich diese Auszeichnung auch wirklich so dermaßen zu schätzen am heutigen Abend, und habe natürlich auch keine Sekunde überlegt, diesen Preis nicht anzunehmen. Applaus.
habe mich heute um 20 Uhr da hereingesetzt und bin von so viel Lebensfreude, von so vielen strahlenden Gesichtern, von so vielen begeisterten Mitwirkenden am Tanzparkett, von den kleinsten Kindern angefangen über die Teenager bis hinauf in die reiferen Semester der ganzen Faschingsgarden, wirklich mit verdammt viel Lebensfroheit und Fröhlichkeit überrollt worden. Genieße den heutigen Abend da in eurer Mitte, in der ersten Reihe, voll und ganz. Es ist mir wieder einmal mehr bewusst geworden, worum es im Leben wirklich geht. Das ist diese Freude, die auch heute da von dem kleinsten Anblick ausgestrahlt worden ist, mit diesem Stolz, da dabei sein zu dürfen, mit diesem Miteinander, das in vielen Großstadtregionen, glaube ich, immer mehr und mehr verloren gegangen ist. Und daraus folgend vielleicht auch zu einigen sozialen Problemen vielleicht auch führt. Und es ist total schön, wenn man das so anschaut, wie diese großen und vielen Faschingsgruppen da, die heute aufgetreten sind, diese Freude und dieses Miteinander und diese soziale Komponente pflegen. Denn genau das ist es, worum es im Leben, glaube ich, auch geht. Dieses Miteinander, diese Lebensfroheit, dieser Zusammenhalt, der da heute für mich persönlich mit Blick auf die Bühne ganz stark zum Ausdruck gekommen ist, der gehört gepflegt. Und da habt ihr meine absolut und größte Anerkennung und Wertschätzung. Und das ist auch das Stichwort vielleicht für einen kleinen Punkt, den man natürlich anbringen muss, nachdem es in den vergangenen Tagen sehr viel mediale Kritik gegeben hat. Kritik ist immer okay. Die darf es natürlich geben, die soll es geben. Es soll natürlich auch kritische Blickwinkel geben. Und wenn da so ein Lausbub in der Lederhosen auch noch daherkommt und bundesweit auch in Deutschland die größten Stadien füllt, dann mag das schon sein, dass das natürlich auch dem einen oder anderen nicht schmeckt, dass man da solche Massen bewegt. Das ist aber, wie mein lieber Großvater auch immer gesagt hat, der Ton, der die Musik macht. Und diese Wertschätzung und dieser Respekt oder diese Toleranz, die oft einmal ja sehr laut gefordert wird, die wäre natürlich auch sehr, sehr schön, wenn sie dann in der Realität vielleicht auch stattfinden würde, auch wenn man vielleicht ein bisschen eine andere Weltanschauung oder Lebenseinstellung hat als sein Gegenüber, das oft einmal in der heutigen Zeit sehr, sehr laut kritisiert wird. Daher vielleicht auch diese kleine Rüge mit einem Augenzwinkern an die Medienlandschaft, ihr Lieben. Es freut mich und ich fühle mich ja geschmeichelt, dass mein Name da vielleicht auf den Titelseiten steht und das auch für Auflagensteigerung sorgen mag zurzeit. Das sind alles große Komplimente, aber es wäre auch schön, nach 10 Jahren der Zusammenarbeit sich vielleicht auch das nächste Mal ein bisschen schlau zu machen bei uns im Büro, vielleicht auch eine Rücksprache zu halten. Ich kenne es mir alle, ich bin seit 10 Jahren für alle Medien da. Es gibt so viele Reporter und so viele TV- und Zeitungs- und Radioteams, die meine Nummer haben, für die man auch sonst seit 10 Jahren immer da gewesen ist. Und es wäre schön, wenn man in Zukunft nicht aus einer Fliege ohne jeglichen Nährboden für diese Vorwürfe, die es einfach nicht gibt, und von denen wir ganz klipp und klar auch noch ein allerletztes Mal distanzieren werden. Vielleicht das nächste Mal nicht wieder einen so großen Elefanten macht, denn letztendlich steht vor euch ein lebensfroher, ein junger Steirer Bub, der vor 10 Jahren begonnen hat, Musik zu machen, der sich nach dem Tod seiner kleinen Schwester überlegt hat, irgendwas in seinem Leben zu ändern. Ich wollte nicht mehr auf die Uni gehen, ich habe den Kopf einfach nicht gehabt zum Lernen und habe mich der Musik gewidmet, einem kleinen Hobby,
damals, dass man dann mit allem Einsatz und mit aller Lebensfröhlichkeit mit harter Arbeit verfolgt hat. Und diese Arbeit und dieser Fleiß, die haben einen letztendlich in die größten Stadien hineingetragen. Und da steht man jetzt natürlich mit ein bisschen am Stolz und natürlich dann auch mit ein bisschen einer Wehmut, wenn man selbst so in Schlagzeilen über sich liest, mit denen man eigentlich überhaupt gar nichts am Hut hat und auch nichts zu tun haben will. Wenn alle Leute so tolerant wären wie ich, ich glaube, dann hätten wir auf der Welt gar keine Sorgen. Geworden, um klein zu denken und da jetzt auch klein zu handeln. Das heißt, das war von meiner Seite auch sicherlich das letzte mediale Statement zu all diesen nährbodenlosen Vorwürfen. Heute überwiegt für mich da einzig und alleine diese Freude, auch am gestrigen Abend diese riesengroße Ehre, die einem da zum Teil geworden ist in der Semperoper, sind absolute Ritterschläge für einen jungen Österreicher, der in Mundart seine Musik macht und das auch bundesweit in Deutschland in den größten Arenen feiern darf. Diese Freude, die überwiegt. Und jetzt sage ich einfach nur noch aus tiefstem, herzlichstem und ehrlichsten Herzen Dankeschön für diese riesengroße Auszeichnung. Ihr werdet sowieso schnell nicht loswerden, weil wir Volksrock'n'Roller einfach an das Gute glauben und für das Gute stehen und weiterhin mit so viel Lebensfreude und so viel Antrieb und so viel Emotionalität nicht nur Freude schenken, sondern auch Stütze in schweren Zeiten sind mit so manch einem Song. Und genau dafür steht für mich auch dieser heutige Preis. Ich werde ihn mir über meine 10 oder noch 9 Bilder meiner 9 bereits absolvierten unvergesslichen Auftritte in München hängen, als Symbol für Erfolg und 10 Jahre langen Fleiß und harte Arbeit, und freue mich auf die Jubiläumsshow im 10. Jahr Mitte Juni bei euch in meinem vielgeliebten München. Dankeschön.